Hallo, hier ist wieder euer Kai von KaiLab und ich spreche heute über das kleine Update von Skylum, von Lumina Neo, von 1.01 auf 1.02. Und da gibt es eine sehr interessante Neuerung, ich würde sagen, eine versteckte, sehr versteckte Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erzeugen und zu nutzen. Und das schauen wir uns heute so richtig intensiv an. Das ist also die Mail, mit der Skylum das Update auf 1.02 von Lumina Neo ankündigt. Ich denke, ihr könnt es selber lesen. Diese 3D-Bild-Transformation schauen wir vielleicht kurz und das Ping jetzt einen Alpha-Kanal hat. Naja. Aber der eigentliche Knaller liegt in der ersten Zeile. Deine Anpassungen mit der Kopier- und Einfügefunktion synchronisieren. Wie kann man so etwas so dermaßen unverständlich ausdrücken? Im Grunde genommen habt ihr hier die Möglichkeit, ja, so etwas wie Presets oder Vorlagen zu erstellen und zu nutzen. Und das werden wir uns nachher anschauen. Das hier ist jetzt einfach mal ein Bild, nur um zu zeigen, wie das mit der Transformation funktioniert. Aber ehrlich gesagt, das hat jedes Bildbearbeitungsprogramm. Dafür stehe ich eigentlich nicht auf, um euch das zu zeigen. Aber ihr seht hier transformieren, dann kann man sehen, das Bild hat so ein paar stürzende Linien. Dann kann man das so ein bisschen anpassen. Und schon sieht es ein bisschen anders aus. Wirklich nichts Besonderes. Dass die PNGs hier in dieser Ebene, dass die dann jetzt also quasi durchsichtig sind, geschenkt. Ja, ich finde es nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht der große Wurf. Der große Wurf kommt jetzt gleich, das zeige ich euch. Und zwar müssen wir dazu erstmal ein paar Bilder schießen. Und das machen wir jetzt auch gleich. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier von Sony meine Remote-Software an und ich kann jetzt also hier erstmal dafür sorgen, dass das scharf werden wird, auf jeden Fall. Und jetzt mache ich einfach. Oder noch einmal ein Bild. Ich vermute, das wird eher schwierig, damit umzugehen, für eine Software, die sich darauf konzentriert, bestimmte Anpassungen vorzunehmen. Aber das ist eben die Idee dabei auch, unterschiedliche Situationen zu schaffen. Okay, ich glaube, naja doch, ich mache noch Kai den Denker, oder? Wie wäre das? Das sieht eher wie Kai ratlos aus. Okay, gut. Damit haben wir unsere Bilder. Und dann können wir in die Bearbeitung gehen. So, das hier sind die Bilder, die ich geschossen habe. Und wir bearbeiten erstmal eines in Lumina Neo und schauen dann, wie wir das eine als Vorlage für die anderen verwenden können. So, Lumina Neo. Und da haben wir unser Bild. So, und es gibt ja bereits Presets, aber eben nur die Presets, die du von Skylum kaufen kannst. Und das ist natürlich nicht alles, was man haben will, weil hier in diesem Fall geht es ja darum, dass ich immer wieder eine ähnliche Situation habe und den Bildern einen sehr differenzierten Look and Feel geben möchte. Ich möchte, dass diese Bilder immer ähnlich aussehen, dass die Bilder oder dass sozusagen mein Kanal anhand dieser Bilder auch erkannt werden kann. So, das ist nicht trivial, sondern du brauchst dafür einfach schlichtweg eine vorgefasste
ein vorgefasstes Template oder ein Preset oder eine Vorlage, je nachdem, wie du es auch nennen möchtest. Und dann kannst du das immer wieder machen, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Wir hatten das bei Lumina AI. Da klicke ich nur auf eine Vorlage und plupp, ja, werden alle Veränderungen darauf angewandt. Es dauert dann eine Zeit lang, bis er alles sozusagen eingepreist hat, also umgesetzt hat. Aber das geht viel fixer natürlich, als wenn ich jedes Mal Hand anlegen müsste für jede einzelne Veränderung. So, also wir haben jetzt hier dieses Bild und ich habe grundsätzlich immer eine Sache, die ich gerne mache, das ist dieses Aufpolieren. So, sollte eigentlich auch schon mehr oder weniger passiert sein. So, dann kann ich hier gleich zur Bearbeitung gehen und dann aber auf Werkzeuge umschalten, da hatte ich nicht richtig drauf geachtet. So, das erste, was ich mache, und das ist eine neue Sache von Lumina Neo, das ist die Neubelichtung. So, und da kann ich ja die Helligkeit vorn und hinten unterscheiden, falls er weiß, was vorne und hinten ist. So, also schauen wir mal. Helligkeit fern einfach runtersetzen. Okay, das sieht jetzt noch nicht so gut aus. Aber ihm ist relativ klar, was sozusagen dazugehört und was nicht. Er hat jetzt hier so ein paar Kleinigkeiten, die ich ihm nachsehen kann. So, und dann gibt es hier Möglichkeiten, noch so ein bisschen dieses Thema Halo entfernen. Dass also diese Ränder hier nicht so entstehen. Das kann man übrigens auch durchaus so wollen, dass es dann so ein Halo gibt. Und natürlich ist auch der Kontrast viel zu stark hier. So sehr wollen wir das dann am Ende auch nicht haben. Ich überlege gerade, ob ich hier jetzt noch tatsächlich etwas machen soll bezüglich dieser Maske. Aber es geht mir ja hier nur darum, zu zeigen, was habe ich auf dieses Bild angewandt, und ich möchte es gerne auch in Zukunft wieder auf diese Bilder anwenden können. So, das heißt, das ist eine Veränderung, die ich gerne haben möchte. Und die andere Veränderung ist natürlich Porträt mit Bookie. Und da wollen wir relativ viel. Ja. Dann können wir aber gleich auch in den Hintergrund gehen und sagen, die Farbtemperatur im Hintergrund sollte ein bisschen niedriger, also eigentlich ist es eine höhere Farbtemperatur, wenn es blau ist. Ja. Und dann kann man die Tiefenkorrektur sogar noch vergrößern. Ich glaube, so muss das dann sein. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann, das ist eine Sache, da weiß ich nicht so ganz, was passieren wird. Ich probiere mal eine Renderkorrektur auf 100%. Das ist jetzt nicht so. Nochmal. Ja, er glättet das Ganze dann nur. Ich glaube, 20 ist ganz okay. Und das ist jetzt unsere Vorlage ab jetzt. So, im Grunde genommen würde ich das normalerweise hier noch bearbeiten, aber das brauchen wir jetzt nicht zu machen, weil das müsste ich jedes Mal bearbeiten. Das ist also quasi das, was wir als Vorlage benutzen werden. Und jetzt kann ich hergehen und kann, Moment, bei dem Bild die Anpassungen kopieren. So, habe ich jetzt gemacht, und jetzt gehe ich in das nächste Bild und öffne das mit Lumina Neo. Und da ist es auch schon.
Und jetzt wird's lustig. Ich kann es nicht mit Rechtsklick machen, sondern ich muss hier reingehen. Bei Bild, Anpassungen und Anpassungen einfügen. So, jetzt muss er ein bisschen arbeiten, bis er die ganzen Anpassungen auch vornehmen kann. Das dauert einen kleinen Moment. Soll das schon alles sein? Gehen wir nochmal hin. Einzelbearbeitung. Also nochmal hier. So. Anpassungen kopieren. Hier nochmal original wiederherstellen. Und dann Anpassungen einfügen. Also ich denke, er macht die erste Veränderung, aber nicht die zweite. Ich vermute, dass er aufgrund des fehlenden Augenkontakts das nicht machen kann. Weil das ja sehr porträtorientiert ist und er kann die Maske nicht erstellen, habe ich das Gefühl. Also da liegen die Grenzen. Wenn er ein Bild nicht als Porträt erkennt, dann funktioniert es nicht. Das ist okay. Also bezogen darauf, dass er hier ja mit künstlicher Intelligenz arbeitet und verschiedene Dinge durchführt. Und das kann er jetzt hier in diesem Fall nicht machen. Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Also aus meiner Sicht ist das völlig in Ordnung. Wir können mal das nächste Bild nehmen. Das sollte dann wieder gut funktionieren. Luminar Neo. Und ich würde jetzt gerne mal was versuchen. Ich glaube, mit Steuerung V müsste ich das auch machen können. Ja. Dann überträgt er das. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert definitiv nicht. Oder doch? Moment, der arbeitet noch. Lassen wir ihn noch arbeiten. Oh ja. Natürlich das gleiche wieder mit dem Mikrofon hier, mit der Maske. Aber hier ist er schon wesentlich besser und man kann das ja nachbearbeiten. Das musste ich auch bei Luminar AI machen, dass ich dann nochmal ein bisschen nachbearbeitet habe. Aber insgesamt gefällt mir das Ergebnis schon sehr gut. Okay, probieren wir das gleiche nochmal mit dem allerletzten Bild. Das dann ja am ehesten noch der normalen Situation entspricht. So, und jetzt mache ich wieder Steuerung V. Und wieder. Also das ist ein guter Satz, sagen wir mal, für jetzt, um die fehlenden Benutzervorlagen zu ersetzen. Es dauert halt immer eine gewisse Zeit lang, bis das Programm alle Veränderungen dann angewandt hat. Ihr habt ja gesehen, das sind mehrere Schritte. Das ist erstens diese Vorlage aufpolieren, dann Neubelichtung und dann noch hier das Porträt-Bookie. Das ist schon eine Menge. Und vom Ergebnis her sieht es wieder richtig gut aus. Wie gesagt, hier müsste die Maske noch nachbearbeitet werden. Kann man machen. Muss ich aber jetzt nicht unbedingt tun. Ja, also man kann tatsächlich Zeit sparen mit dem Übertragen von Veränderungen von einem Bild auf ein anderes. Und insbesondere, wenn du solche Aufgaben hast wie ich, wo du einfach sagst, okay, ich will, dass die Bilder alle einen ähnlichen Look and Feel haben, dann passt es wunderbar mit den Vorlagen, die du dir da in Bildern quasi abspeicherst und aus diesen Bildern dann auch wieder hervorholst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Übliche, wie andere das präsentieren. Ich persönlich bin eben immer sehr projektorientiert. Ich versuche dann tatsächlich auch, die Beispiele bis zum Ende zu führen und dann eben auch zu zeigen, dass es entweder funktioniert oder manches eben nicht funktioniert. Ihr habt gesehen, er hatte gerade bei dem Thema Bookie von Porträts, also diesen diese Hintergrundunschärfe, da hatte er teilweise Probleme, insbesondere wenn er das Bild nicht als Porträt erkannt hat. Das kann immer passieren und
das ist nun mal ein Thema für diese künstliche Intelligenz. Die erkennt eben Gesichter daran, dass sie Augen und Nase haben und nicht nur irgendwo eine Hand darüber liegt. Insofern kann man das Lumina Neo wirklich nachsehen. Aber für mich heißt das jetzt, ich kann jetzt vollständig umsteigen von Lumina AI auf Lumina Neo, weil ich habe zwar keine echten Vorlagen, so nach dem Motto, ich wähle mir jetzt eine Vorlage aus, aber ich kann einfach das, was ich in meinen anderen Bildern gemacht habe, auf das jeweils aktuelle Bild übertragen. Und mehr brauche ich an dieser Stelle nicht. Das ist eine Vorlagenfunktion. Skylum hat nur noch nicht die Möglichkeit geschaffen, das in die normalen Vorlagen aufzunehmen, aber das wird wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Insofern bin ich da sehr gespannt. Aber für mich heißt das jetzt Bye-bye Lumina AI und fantastisch, jetzt geht's weiter mit Lumina Neo.